Okay, jetzt kommen wir zu einem Video, was sehr oft vorgeschlagen wurde. Von einer jungen YouTuberin, von einer jungen Dame, würde ich sagen. Von einer sehr intelligenten Blondine, will ich fast schon reden. Die wir noch nie in Ungeklickt uns angeguckt haben. Es ist Alicia Joe. Und scheinbar war sie Wer wird Millionär? Und wir haben Leute geschrieben, schau rein. Sie ist bei 4000 Euro rausgeflogen. An dieser Stelle frage ich mich, wie? Wir schauen rein. Oh je, es gibt auch Tränen. Oh Gott, oh je. Ja, wir haben 5 Tage später und... Das Video ist knapp einen Tag alt. Das heißt, vor ungefähr einer knappen Woche war sie bei Wer wird Millionär. Es tut immer noch weh. Ich war heute bei Wer wird Millionär zu sehen. Und ich habe richtig verkackt. Ah nee, sie war gestern im Fernsehen. Ah, das hat 5 Tage vorher was aufgezeichnet, sie war gestern im Fernsehen, aber es ist schon halt 5 Tage her. Ich gucke es auf jeden Fall im Nachhinein an, wenn es irgendwo auf RTL Now oder so, wenn man sich irgendwie nachgucken kann, ich werde es machen. Seit ich 18 bin und ich bin jetzt... Es kommt immer montags, aha. Die Folge wurde gestern ausgestrahlt, okay. Ich habe absolut keine Ahnung von Wer wird Millionär, ich habe auch absolut keine Ahnung von Fernsehen, deswegen, das ist gut, dass wir da die Experten im Chat haben, die 65-Plus-Fraktion. Grüße gehen raus an alle Rentner im Chat. 23 wollte ich schon immer unbedingt an dieser Sendung teilnehmen. Was vielleicht auch darauf zurückzuführen ist, dass ich früher immer mit meinen Omas und Opas das geschaut habe, also seit Kind auf. Ich war immer sehr wissbegierig. Habe ich auch früher. Ich habe früher immer mit Oma und Opa Wer wird Millionär geschaut und wir haben immer so getan, als wären die Leute da richtig dumm und wir wüssten ja sowieso alles. Wissbegierig und es war so ein Ritual, was wir ganz oft zusammen gemacht haben. Ich habe damals schon immer gesagt, ich möchte auch irgendwann mal dahin. Ich habe mir immer genau angeguckt, die Leute, die da Millionen gewonnen haben, was die für Strategien hatten. Ich habe irgendwann angefangen, dann um den Dreh, wo ich 18, 19 war, mir eine Liste zu machen mit Themengebieten, die ich lerne. Immer, wenn ich irgendwo was Neues gelernt habe, habe ich mir vorgestellt, oh, das könnte eine Frage, wer wird Millionär sein? Also so und so könnte das gestellt sein oder dann wäre das voll die gute Frage. Ich war so ein bisschen, ja, vielleicht zu sehr obsessed damit. Ach du Scheiße. Sie war richtig obsessed mit Wer wird Millionär seit ihrer Kindheit. Ist halt tatsächlich in die Sendung reingekommen, wurde da tatsächlich eingeladen. Das war ihr Lebenstraum. Sie hat ihr Leben lang nichts anderes gewollt. Sie hat sich bei Fragen gestellt, wie könnte diese Frage bei Wer wird Millionär gestellt werden. Uff, und dann hat sie doch die Strategien angeguckt von Leuten, die Millionäre schon geworden sind. Und scheinbar hat sie nicht so viel Geld mit nach Hause genommen. Das könnte jetzt ein böses Video werden. Und für mich war immer klar, sollte ich irgendwann die Chance bekommen, in dieser Sendung mitwirken zu dürfen, dann greife ich die Millionen an. Also ich würde Gas geben, ich würde auch mal zocken und ich würde, ja, nicht so auf Sicherheit spielen. Okay, das würde ich schon mal komplett anders machen. Ich würde alle Jokers rausknüppeln, auch wenn ich erst bei 16.000 Euro wäre. Denn die Millionen erwarte ich sowieso nicht, dass ich die packen würde. Aber wenn ich irgendwie schaffen würde, 125.000 oder sowas zu knacken, dann wäre es ja schon, ja, dann könnte ich ein Wochenende mal frei nehmen. Das wäre ja Hammer. Deswegen, ja, sag ich mal so, immer das sichere Geld mitnehmen, Leute. Dann habe ich mich vor einiger Zeit mit meinem YouTube-Kanal für Wer wird Millionär beworben. Und okay, dann vor ein paar Wochen kam ein Anruf von Endemol, die das produzieren, oh, die sich aber auf eine viel frühere Bewerbung von mir bezogen hatten, von vor 1-2 Jahren oder so. Da hatte ich halt noch Make-up-Videos gemacht auf YouTube und darauf haben die so ein bisschen Bezug genommen. Ich war zu der Zeit dann im Skiurlaub und dann kam der Anruf und es hieß, sie sind safe dabei. So weit bin ich noch nie gekommen. Also ich saß noch nie auf diesen Auswahlstühlen. Ach so, stimmt. Wenn man sich bewirbt, muss man erstmal ein bisschen in diese Auswahlstühle kommen, ne? Oh mein Gott, das ist so schwer, überhaupt da auf den Stuhl zu kommen. Ich habe mich so unglaublich gefreut. Und ja, ich habe es halt meiner Familie gesagt, die Leute, die für mich Telefonjoker waren. Und wir waren alle die ganze Zeit so, ja okay, aber die Chance ist 1-8, dass du drankommst. Also relativ gering. Mach dir nicht zu einen großen Kopf. Aber ich war so, also ich habe... Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich habe jeden Tag Podcasts gehört, Zeitungen gelesen. No joke, ich habe am Tag bestimmt 6-7 Stunden nur Nachrichten gehört, Wissensmagazine, alles Mögliche. Ich war so top informiert, was Zeitgeschehen angeht. Oh mein Gott, sie war komplett vorbereitet. Oh shit. Das Problem ist, ich weiß nicht, was ihre Frage war, warum sie rausgeflogen ist. Du kannst dich so viel vorbereiten, wie du willst. Dann kommt einmal die falsche Frage. Bist du raus. Also habe mich sehr gut vorbereitet gefühlt. Ich bin mit meiner Schwester dorthin gefahren. Sie hat sogar Zeitung gelesen, Leute. Was sie alles auf sich genommen hat für 1 Million Euro. Das wird fast niemand machen. Jetzt sagt mal ehrlich, Hand aufs Herz. Wer würde von euch freiwillig die Zeitung lesen, wenn man dafür 1 Million bekommen würde?
ich sag mal ab 10 Millionen vielleicht, aber für 1 Million Zeitung lesen, da hat sie schon viel auf sich genommen, muss man auch an dieser Stelle sagen. Also Respekt auf jeden Fall. Alicia, dass du Zeitung gelesen hast, das würden nicht viele tun. Und dann haben wir vor Ort in Köln, wurde das aufgezeichnet, erstmal die anderen 7 Kandidaten und deren Begleitpersonen kennengelernt. Und ich habe schon gemerkt, also da ist ja immer so eine Varianz an Personen, die dort sind. Und ich war halt die etwas doller geschminkt war und blond. Und ich hatte schon immer Angst, dass ich eventuell als dumme Blondine abgestempelt werden könnte und ich das absolut nicht bin. Naja, wie auch immer. Dann wurde uns, vor Ort wurden wir gebrieft, uns wurde 1000 Millionen Mal gesagt, dass wir doch ja gerne zocken sollen. Und auch wenn wir es nicht sicher wissen, meistens ist das Bauchgefühl das Richtige. Kann ich auch verstehen. Als Zuschauer ist es halt super langweilig, wenn du da so Leute hast, die alle Joker verballern und mit ihren 4000 Euro nach Hause gehen. Also ich würde es als Macher der Show genauso machen und allen Leuten sagen, Leute, seid risikoaffin. Aber das habe ich mir, glaube ich, ein bisschen zu sehr zu Herzen genommen. Ja, irgendwann ging dann die Aufzeichnung los. Da gibt es dann halt immer... Nein, sag nicht, sie hat irgendeine einfache Frage gehabt, wusste die Antwort aber nicht und hat einfach gezockt, anstatt irgendeinen Joker zu nehmen. Warm-Upper und hey, auch kommt vorher einmal raus und begrüßt alle und macht Spaß. Wir waren alle sehr gut drauf, aber wir waren auch total nervös. Es gab eine Überhangkandidatin von der letzten Sendung, die stand aber vor der 14. Frage und hat auch dann sofort aufgehört. Und die erste Tipprunde hatte was mit Karneval zu tun. Es ging um, ich glaube, das Outfit von einem Cowboy. Und ich war so, okay, oben Cowboy-Hut. Als erstes nach Cowboy-Hut suchen. Aber da stand halt nicht Cowboy-Hut, sondern Stetson. Und deswegen war ich für die Runde zeittechnisch raus. Also ich habe es trotzdem richtig geordnet bekommen. Aber halt nicht in der Zeit, weil ich die ganze Zeit am Anfang nach Cowboy-Hut gesucht hatte. Und dann kam ein Mädel dran, die hatte irgendwas mit Medizin gemacht. Und das klingt jetzt doof, weil man kann immer sagen, ja, okay, das kann ja jeder sagen im Nachhinein. Aber wirklich, ich saß da und jede Frage, die sie bekommen hat, wusste ich. Jede bis auf eine einzige. Oh mein Gott. Jetzt überlegt euch mal die Situation, wie viel Anspannung das ist. Erstmal, du hast ja, also ich habe die Sendung schon lange nicht mehr geguckt, weil es genauso ist wie früher noch. Du hast ja außenrum diese Stühle, dann geht ja erstmal die Zeitfrage los und es ist eine andere Kandidatin, ist auf den Stuhl gekommen und sie nicht, weil sie hatte irgendwas mit dem Cowboyhut zu langsam. Das heißt, sie muss die ganze Zeit zugucken, wie diese andere Kandidatin auf dem Stuhl sitzt und sie hofft innerlich eigentlich die ganze Zeit, wahrscheinlich, was jeder tun würde, bitte flieg raus, damit ich noch eine Chance habe, weil wenn die andere Kandidatin nicht rausfliegt und ewig lange braucht und alle Joker gemütlich benutzt und so und dann irgendwo bei 5 vor 1000 hängt und dann ist die Sendung vorbei, kommt diese Kandidatin am nächsten Mal wieder, aber die Leute, die auf dem Stuhl sitzen, kommen nicht nochmal wieder, die sind dann haben die Chance verpasst. Also ist man da, sitzt auf heißen Kohlen, denkt die ganze Zeit, oh mein Gott, bitte, ich hoffe, ich krieg noch eine Chance. So ehrlich bin ich. Die letzte Frage, genau, dieses mit Hülle und Fülle, wo sie rausgeflogen ist, das wusste ich auch nicht. Jede Frage davor wusste ich. Und ich habe gedacht, oh mein Gott, vielleicht bin ich wirklich so gut vorbereitet. Oder sie hat einfach nur Glück und ihre Runde ist so einfach. Wie auch immer, die hat dann halt relativ gut gespielt und war dann bei, ich glaube, 64.000 raus. Dann ging's 64.000 ist aber eine gute Summe. Da kann man auch mit glücklich nach Hause gehen. Zur nächsten Tipprunde. Ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, aber es war irgendwie sowas, wenn man Kindern etwas erklärt, das schwer zu glauben ist, sagt man manchmal klingt, Punkt, Punkt, Punkt. Dann kamen die 4 Antwortmöglichkeiten. Komisch ist aber so. Ich schon in meinem Kopf, als die Antwortmöglichkeiten noch nicht da waren, Such nach komisch. Und dann, Leute, in Schallgeschwindigkeit, als die Antwortmöglichkeiten aufgeploppt haben, ich... Und ich habe 2,6 Sekunden gebraucht. Komisch ist aber so, zack, durch. Alleine, dass sie es geschafft hat, auf den Stuhl zu kommen, ist schon krass. Das würde... Also ich würde es nicht schaffen, weil ich kann auf Zeit... Also das, ich glaube, ich würde bei Wer wird Millionär, das kann man immer so leicht sagen, ne? Ich glaube, ich würde bei Wer wird Millionär, würde ich schon gut was mit nach Hause nehmen. Ich habe ein ganz gutes Allgemeinwissen und auch über das Zeitgeschehen und so informiere ich mich ziemlich. Und ich würde sagen, Allgemeinwissen, also ich weiß zum Beispiel, dass ein Tiger eine Tonne wiegt. Das ist einfach Allgemeinwissen, das habe ich einfach. Und da muss ich einfach, ne, das ist ja, kann man nicht verstecken, dass mein Allgemeinwissen gut ist, so. Aber ich glaube, wenn ich auf diesem Stuhl säße, ich glaube so 64.000, 125.000 würde ich schon mit nach Hause nehmen. Das glaube ich schon mit 3 bis 4 Jokern. Aber... Ich würde niemals auf diesen Stuhl raufkommen, weil ich kann nicht in so einer kurzen Zeit so eine Antwortmöglichkeit geben, weil ich bin ganz schlecht darin, wenn irgendwas auf Zeitdruck passiert. Also dieses, klingt komisch, ist aber so, klingt jetzt leicht, aber es sind 7 andere Kandidaten, die das auch drücken und ich bin nie der Schnellste. Also ich bin absolut nicht, ich hasse so Geschwindigkeitsdruck, also so Geschwindigkeitsdruck, so Zeitdruck hasse ich wie die Pest und ich würde niemals auf diesen Stuhl kommen. Niemals würde ich da drauf kommen. Also da schon mal Respekt, dass sie es überhaupt geschafft hat, auf den Stuhl zu kommen, weil das ist das Schwerste, meiner Meinung nach. Also wenn du es geschafft hast, auf den Stuhl zu
kommen, bist du schon 200 IQ unterwegs. Aber dann musst du die Nerven behalten. Ich gucke nach rechts neben mir. 2,64 Sekunden. Ich gucke nach links neben mir. 2,61 Sekunden. Herr Jauch geht auf der gegenüberliegenden Seite rum. Hatten, glaube ich, alle falsch. Dann geht er hinter uns rum und sagt, ja, hier sieht's richtig aus. Und ich glaube, ich habe so gemacht. Ich habe meine Schwester. Die sitzt ja zu dem Zeitpunkt schon im Publikum, nur halt nicht auf diesem beleuchteten Platz, sondern auf einem random Platz im Publikum. Ich gucke meine Schwester an. Ich sitze da. Ich gucke meine Schwester an. Herr Jauch am Auflösen. Ich nicke ihr so zu. Sie sitzt so im Publikum und macht so, weil sie meinen Blick schon gelesen hat. Und ich so, oh mein Gott, ich glaube, ich habe es geschafft. Gehen die grünen Lichter an. Und die schnellste war Alicia Jöster. Und oh mein Gott. Ich habe mich in diesem Moment... Ich muss aufpassen, dass ich nicht wieder anfange zu heulen. Ich habe mich in diesem Moment so gefreut. Oh mein Gott, jetzt wird es richtig traurig. Oh nein, ich kann es mir gar nicht weiter angucken. Jetzt wird es richtig traurig. Ich glaube, ich fange gleich an zu heulen. Sie hat ihr Leben lang drauf hingefiebert, hat alles dafür getan, hat sich mehrmals beworben, hat es dann geschafft, in diese Auswahlstühle zu kommen, ist dann von den Stühlen auf den Hauptstuhl gekommen und hat dann richtig verkackt. Oh Gott, das kann ich mir, glaube ich, gar nicht angucken. Oh Gott, da kriege ich ja... oh Gott, oh Gott. Oh mein Gott, das wird ihr Leben lang, wird sie das verfolgen. Sie wird sich jeden Tag Vorwürfe machen. Oh Gott, ist das schlimm. Ich bin normalerweise in so neuen Situationen nicht der so krass extrovertierte Mensch. Aber ich habe meine Arme in die Luft gerissen und mich einfach nur gefreut. Ich war so stolz auf mich in dem Moment. Also ich habe so oft diese Auswahlfragen geübt, schnell zu tippen und so. Und ich wusste, wenn ich es mal schaffe, da hinzukommen, dann schaffe ich es auch auf den Stuhl. Ja, okay, kurz beruhigen. Deswegen bin ich auch übrigens für dieses Video so stark geschminkt, dass, falls ich heule, ich nicht zu rot aussehe. Also Leute, normalerweise bin ich auch etwas weniger geschminkt. Aber die letzten Tage haben mein Gesicht mit Augenringen gesegnet. Deswegen heute in diesem Outfit. Ja, wie auch immer. Dann kurz Pause. Also man geht dann nach vorne zu Herr Jauch, dann ist Pause. Dann wird Herr Jauch abgepudert. Man selbst wird nochmal abgepudert. Meine Schwester ist dann auf den beleuchteten Publikumsplatz gekommen, wo die Begleitperson sitzt. Und dann ging's los. Oh mein Gott. Und mein größter Traum, wirklich, ich habe mir das so oft in meinem Kopf ausgemalt, ging in Erfüllung. Ja, ich habe mich dann da hingesetzt, super aufgeregt. Dann kamen die ersten 5 Fragen, also diese bis 500. Die liefen super glatt. Ich stand nie auf dem Schlauch. Ich kann mich ehrlich gesagt nur noch an eine erinnern. Wenn Seehofer langsam kahl am Kopf wird, dann wird... Und die Antwortmöglichkeit war Horst Lichter. Genau, nach 500 Euro... Okay, ist eine lustige Frage. ...haben wir uns dann ein bisschen über mein YouTube-Ding unterhalten, über meine Promi-Transformation und so. Und die haben sogar Bilder davon im Studio gezeigt. Und ich hatte das Gefühl, dass ich einen ganz guten Draht zu ihm hatte. Also ich habe mich auf Anhieb ganz gut mit ihm verstanden. Natürlich ist das alles nur showmäßig. Also der hat jetzt nicht mit uns vorher oder nachher da noch abgehangen, sondern das geht nur... Er kommt zu diese Lounge. Günther Jauch, ja, hast richtig schön verschissen. Egal, das ist ein Saufen. Für die Show, diese Unterhaltung mit Herrn Jauch. Und dann kam die verhängnisvolle Frage. Für 4.000 Euro. Oh nein, die 4.000 Euro Frage. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich bin gar nicht bereit, mir die anzuhören. In welcher Geschichte oder in welchem Buch gibt es die kindliche Kaiserin? Ja, unendliche Geschichte. Kindliche Kaiserin hat mir sofort was gesagt. Und dann kamen die 4 Antwortmöglichkeiten. Die unendliche Geschichte, ja. Herr der Ringe, Narnia oder der Turm. Der Turm, okay, Turm kenne ich nicht. Herr der Ringe gibt Sauron. Bei Narnia gibt es diese Eiskönigin da, diese Böse. Also kann ja nur die unendliche Geschichte sein. Aber wenn man die Filme nicht gesehen hat, ist es natürlich eine Frage, die man nicht lösen kann, weil woher soll man das wissen, wenn man die Filme nicht gesehen hat? Also könnte man doch da einfach einen Joker nehmen. Was hat sie gemacht? Turm kannte ich nicht, deswegen konnte es das nicht sein, weil ich wusste, also ich hatte schon mal von einer kindlichen Kaiserin gehört. Herr der Ringe, man kennt das ja, man kennt die Hauptfiguren, da kannte ich keine kindliche Kaiserin, deswegen auch raus. Es waren nur noch 2 über. Jedenfalls war ich mir nicht sicher. Und jeder normale Mensch, der vielleicht ja einfach in dieser Show ist, um so viel Geld wie möglich abzusahen und dann nach Hause zu gehen, hätte jetzt einen 50-50-Joker genommen, weil dann wäre safe eine der Antwortmöglichkeiten rausgefallen. Oh, jetzt verstehe ich die Situation einfach besser. Jetzt verstehe ich die Situation besser. In ihrem Kopf ging gerade Folgendes ab. 4.000 Euro ist noch zu früh, um einen Joker zu verschwenden, weil ich brauche die Joker ja später für die guten Fragen, um 1 Million zu knacken. Deswegen ist es jetzt einfach zu früh, einen Joker zu verschwenden. 4.000 Euro, das lohnt sich nicht. Sie hat schon mal kindliche Kaiserin gehört, aber hat dann ein bisschen was durcheinander gebracht und hat dann gepokert, also hat dann gegambelt. Oh Gott, oh mein Gott, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich.
nicht so Alicia. Denn Alicia weiß und wusste, Alicia ist ein harter Kandidat für die Millionen, ohne eingebildet zu klingen. Aber ich war wirklich sehr, sehr gut vorbereitet. Also denkt sich Alicia, okay, ich bin schon ein guter Kandidat, um hier sehr viel Geld mitzunehmen und eine gute Show abzuliefern. Aber dafür muss ich auch ein, zweimal zocken, wenn ich mir nicht sicher bin. Kann ich angehen, dass ich bei 4.000 Euro schon einen Joker nehme? Oh nein. Ja, und dann habe ich irgendwie an Narnia gedacht und die Kinder, die da durch ihren Schrank latschen. Und dann dachte ich, ja, da sind doch nur Kinder und die laufen durch den Schrank. Und natürlich gibt es dann bestimmt auch eine kindliche Kaiserin, weil da gab es eine Königin oder Kaiserin. Nur, dass die halt nicht kindlich war. Denn die richtige Antwort war die unendliche Geschichte. Und so ist... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alles weg. Alle Chancen auf das ganze Geld. Als ob diese Frau bei der einzigen Frage verliert, dessen Antwort ich kenne. GLP einfach. Oh mein Gott. Das ist so ein schlimmes Gefühl. Du hast dein ganzes Leben auf diesen Moment gewartet. Du bekommst die Chance. Du hast es geschafft, dich dahin zu kämpfen auf diesen Stuhl. Und dann verkackst du auf so eine dumme Filmfrage. Oh nee. Oh nee, sie hätte noch 4 Joker. Sie hätte einfach damit mit Minimum 16, 32 oder vielleicht sogar 64.000 Euro rausgehen können, mindestens. Das wäre ein nettes Süppchen gewesen, aber da... Oi, das tut mir aber wirklich leid. Das tut mir wirklich sehr leid für sie. Ist Alicia mit 4 Jokern bei 4.000 Euro aus der Sendung geflogen. Ich habe selten so viel Dummheit auf einem Haufen gesehen. Alicias gehören zu sich selbst, MP4. Ich bin auch in diesem Video, hurra! Oh mein Gott, ich will mir einfach nur den Nacken jetzt brechen und dann einfach einschlafen, friedlich. Ja, und das... Ja, das trifft tatsächlich... Die Gedanken, die mir gerade durch den Kopf gegangen sind, sehr gut. Das war halt eine Sache, die ich in meinem ganzen Wer wird Millionär, größter Traum, da einmal zu sein und yay, Ding nicht bedacht hatte. Dass es auch einfach verdammt schief gehen kann. Und Leute, ich sag euch, das tut richtig, richtig weh. Und der Fakt, dass ich jetzt als dumme Blondine im Fernsehen rüberkommen könnte für viele, tut mir ja, könnte passieren. Einfach mehr weh als der Fakt, dass ich die Chance auf so viel Geld hatte. Klar, ich weiß, es gibt so, so, so viel schlimmere Sachen. Tod, Krankheit. Will ich auf keinen Fall sagen, das ist alles 1 Milliardenmal schlimmer als das, was mir hier passiert ist. Aber ich hatte halt einen sehr großen Traum und der ist für mich in dem Sinne jetzt gestorben. Das ist schon bitter. Also auch wie die das Ganze aufgebaut hat. Also ich muss sagen, das Video hat die sehr, sehr spannend gestaltet, weil erst hat die am Anfang erzählt, wie lange sie schon Wer wird Millionär guckt und alles und jetzt ist halt so dieser Traum zerplatzt. Es tut schon weh beim Zugucken. Also man kann nur einmal da auf den Stuhl kommen und wenn man da einmal war, dann ist es vorbei. Und das ist die... Oh nein, sie hat nie mehr die Chance in ihrem Leben. Ja, sind wir schon mal 2. Ich habe auch niemals die Chance, weil ich würde niemals für so eine Scheiße nach Köln fahren, um bei Wer wird Millionär mitzumachen. Aber ist natürlich trotzdem traurig. Aber komm, ey, sie ist positiv. Du hast immerhin geschafft, einmal da zu sitzen. Okay, es ist einfach komplett scheiße, was ich gerade sage, weil 4.000 Euro, aua. Erste Sache, die ich gelernt habe und die ich auch euch da draußen sagen möchte, man hört einfach voll oft nur diese Geschichten von den Menschen, die erfolgreich sind, die gesagt haben, ich habe zu 100% an die Sache geglaubt und ich habe gekämpft und ich habe es geschafft, weil wenn man nur genug will, dann schafft man es auch. Aber ich kann euch sagen, ich habe genug gewollt und ich habe wirklich alles gegeben, was in meinem Möglichen lag. Und durch so einen dummen kleinen Fehler hat es doch nicht geklappt. Wenn ihr irgendwie einen Rückschlag bekommt, sei es karrieremäßig, sei es familiär oder so, lasst euch nicht sagen, dass es daran lag, dass ihr nicht genug dran geglaubt habt. Weil das ist immer einfach zu sagen für die Menschen, die es irgendwo geschafft haben, in welchem Sinn auch immer. Es gibt auch Menschen, die alles auf eine Karte setzen und fest dran glauben und absolut verkacken. Man sollte nie alles auf eine Karte legen, denn es gibt immer eine unbekannte Variable, wie jetzt zum Beispiel die kindliche Kaiserin, die man einfach nicht einrechnen kann. Und ich würde niemandem empfehlen, alles auf Rot zu setzen, sondern versucht immer Plan B zu haben. Die zweite Sache, die ich gelernt habe, ist, es gibt Dinge, die sind für andere Menschen total banal und die tun dir selber aber sehr weh. Ich habe den ganzen Abend danach geweint. Ich habe in den letzten Tagen immer mal wieder kam es hoch. Auf einmal überkommen dich die Emotionen, du denkst, scheiße, was ist das für eine Lappalie? Andere Leute haben viel schlimmere Sachen, mit denen sie aktuell kämpfen und du weinst hier wegen so einer Fernsehsendung. Genau darüber haben wir gestern auch schon mal gesprochen. Es bringt nichts, sich selber schlecht zu reden und zu sagen, anderen Leuten geht es schlimmer.
Da müssen wir alle, ihr alle, denn ihr habt gerade den Luxus, dass ihr gerade einen Livestream angucken könnt, um 20.44 Uhr, ihr sitzt wahrscheinlich zu 99% in Mitteleuropa, entweder Deutschland, Österreich oder Schweiz, noch ein paar Ausnahmen, manche sind gerade im Ausland von euch, die hier zugucken, aber der Großteil von euch, ihr habt so ein Luxusleben, denn ihr guckt gerade einen Livestream und macht euch gerade vielleicht keine Gedanken über irgendwas, aber es gibt Leute in Afrika, in Indien, die haben nicht mal was zu essen, die haben kein sauberes Wasser und so, wir müssen den ganzen Tag traurig sein. Sind wir aber nicht, weil du kannst nicht immer die ganzen Probleme von anderen Menschen auf dich selbst die ganze Zeit übertragen. Du kannst versuchen, was zu tun, du kannst versuchen zu helfen, du kannst, wenn es dir mal sehr gut geht, spenden und alles, aber du solltest nie die Probleme von anderen Leuten auf dich selbst überziehen, weil das ist leider so im Leben. Es gibt sehr viele schlimme Dinge, die passieren, aber wenn sie jetzt traurig ist wegen Wer wird Millionär, dann habe ich da Verständnis für und dann darf sie auch dafür traurig sein, ist doch ganz klar. So, wenn ich mir jetzt einen Fuß abhacke, bin ich auch traurig, auch wenn es manche Leute gibt, die vielleicht gar keine Beine mehr haben oder so. Klar, es ist immer jemand, der schlimmer dran ist oder so, aber es ist auch immer jemand, der besser dran ist. Vergleicht euch einfach nicht mit anderen Leuten, egal ob positiv oder negativ, wirklich. Jetzt mal Real Talk, vergleicht euch nicht mit anderen Leuten. Weder im Negativen, also den anderen geht es ja schlechter, deswegen darf ich mich ja gar nicht beschweren, aber auch nicht im Positiven. Oh, guck mal, der hat ja alles, der hat ja Marken, Klamotten, der hat eine gute Figur, der hat 100.000 Follower, der hat einen Mercedes, bla 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 bla, oh, und ich bin so wertlos, bla 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 bla. Vergleicht euch einfach nicht mit anderen Leuten, das bringt nie was. Es bringt nichts. Seid einfach dankbar für das, was ihr habt, aber hört auf, euch selbst kaputt zu machen oder euch zu vergleichen, das bringt euch nie was. Aber das ist auch okay. Nur weil der Schmerz, den ich jetzt gerade habe, im Vergleich zum anderen Leid auf der Welt viel, viel geringer ist, darf ich nicht trauern. Also ich darf ja wohl trotzdem traurig sein. Und das möchte ich euch ja auch mit auf den Weg geben. Und die dritte Sache, die ich gelernt habe, auch wenn ich es vielleicht schon 1000 Mal gehört habe, aber man sollte einen Menschen nicht für irgendwas, was man von ihm gesehen hat, kleine Ausschnitte oder so aus seinem Leben verurteilen. Es gab doch mal vor ein paar Jahren bei Wer wird Millionär diesen Skandal mit diesem Mädchen, das bei der ersten Frage gescheitert ist. Und ganz Deutschland hat sich über die lustig gemacht. Ich inbegriffen. Und jetzt denke ich so, das arme Mädchen. Vielleicht ist die in ihrem Alltag ganz clever. Und wegen einer Frage im Fernsehen vor, wie gesagt, 5 Kameras, Scheinwerfern, absolut nervös. Ja, und dann findest du dich am nächsten Tag auf der Titelseite der einen oder anderen Zeitschrift und wirst als komplett dumm abgestempelt. Das alleine, dass sie das jetzt gerade gesagt hat, das ist so eine wichtige Lebenserfahrung, die sie gesammelt hat. Denn sie hat selber über eine anscheinend dumm wirkende Kandidatin gelacht, die bei der ersten Frage rausgeflogen ist. Haha, oh Gott, bei der 100-Euro-Frage, wie kann man so dumm sein? Haha. So, und zack, ein paar Jahre später passiert dir das selber. Und dann begreifst du erst, was da alles los war. Ja, dass Leute über dich lachen deswegen, dass Leute dich verurteilen, blablabla, bla bla, dass Leute von dir denken, du bist dumm. Obwohl auch dieses Mädchen muss ja erstmal auf den Stuhl gekommen sein. Die hat vielleicht bei der ersten Frage verkackt, weil die nervös war, weil es aufregend war. Licht ins Gesicht, Kameras ins Gesicht, Günther Jauch sitzt vor dir, Megastar, alle im Publikum gucken zu, alle sind auf dich gerichtet. Und du hast es geschafft, auf den Stuhl zu kommen, aber verkackst bei der ersten Frage. Und das ist der Kreislauf des Lebens. Verurteilt keine anderen Menschen. Das würde ich eben auch gerne an euch rausgeben, dass man sich versucht, mehr in die Situation von anderen einzufühlen und sich immer denkt, das hätte auch mir passieren können. Unter irgendwelchen Umständen hätte das auch mir passieren können. Ja, und jetzt ist es halt bei mir so gekommen. Keine Ahnung warum. Ich weiß. Das ist eigentlich wirklich eine sehr, sehr gute Aussage. Anstatt sich mit anderen Leuten zu vergleichen, lieber den Gedankengang, das könnte auch ich sein oder das hätte mir passieren können. Das nennt man nicht vergleichen, sondern Empathie, sich in andere Leute hineinzuversetzen. Und das ist immer gut. Sich in andere Menschen hineinzuversetzen ist immer gut, weil das ist nicht dieses, oh, ich muss mich mit anderen Leuten vergleichen, bin ich besser, bin ich schlechter, sondern diesem Mensch geht es vielleicht schlecht oder gut, was kann ich denn für diesen Menschen tun oder so. Das ist viel, viel besser, viel, viel stärker. Ich weiß nicht, ob es Schicksal ist, ich weiß überhaupt nicht, ob ich ans Schicksal glauben soll oder einfach nur ein dummer Zufall, aber ich muss jetzt damit klarkommen. Es hätte schlimmer kommen können, es hätte aber auch um einiges besser kommen können. Sympathisches Mädel so, sie hat es auch relativ schnell verkraftet. Überleg mal, das ist 5 Tage her. Also, stark. Wirklich starkes Video auch. Sie steht zu ihren Fehlern und so. Ist stark. Schaut mal bei der Alicia Joe vorbei. Lasst gerne einen Sub da, wenn ihr euch dafür interessiert. Schaut mal auf ihren Kanal. Und lasst mal ganz viel Liebe da und ja, nette Worte.